Hoi, Jorena und Aloha. Ich bin dir mit Euro und es freut mich sehr, dass du an deiner Challenge Neubeginn mitmachst. Zum Anfang machen wir eine Klopfrunde zum Thema Widerstand und Blockade, etwas Neues anzufangen. Für das brauchst du ein Blatt Papier oder du kannst es auch in dein Challenge-Büchlein einschreiben. Und während du das machst, schalte ich da gerade noch das frei, dass du das auch kannst anschauen kannst. So. Also, im ersten Schritt schreibst du her, in welchem Bereich von deinem Leben du gerne einen Neubeginn hättest. Möchtest du gerne etwas Neues anfangen? In der Arbeit, im Business, gesundheitsmäßig, Beziehung oder Partnerschaft? Schau einfach, in welchem Bereich möchtest du gerne etwas Neues? Und dann im nächsten Schritt schaust du, wie hoch sind die Widerstände und Blockaden im Moment, wenn du an den Neubeginn denkst. Und du schaust auch schauen, wie hoch das ist, von 0 bis 10. Und dann denkst du an den Neubeginn und schaust, wo spürst du die Blockaden und Widerstände in deinem Körper innen. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du oben zumachst und einfach so an das Neue denkst. Es kann etwas Neues sein, wo du schon weißt, was das willst, aber es kann auch etwas sein, wo du noch nicht weißt, was du willst. Und spür so ich, wo zeigt sich etwas und wie zeigt sich's? Es kann eine Schwere im Bauch sein oder ein Druck in der Brust oder es kann im Kopf sein oder im Nacken oder im Rücken. Schau einfach bei dir, wenn du an deinen Neubeginn denkst, wo zeigt sich das in deinem Körper? Du musst auch hier ausschreiben, wie hoch das ist, zum Beispiel die Schwere im Bauch von 0 bis 10. Und dann gehen wir noch zum letzten Schritt. Welche Emotionen kommen auf, wenn du an den Neubeginn denkst? Das kann verschiedenes sein. Es kann eine Angst sein, eine Überforderung, ein Frust, Ohnmacht oder Hilflosigkeit oder sonst etwas. Schau einfach, wenn du daran denkst, was kommt rauf. Und du das auch bewerten von 0 bis 10, wie hoch das ist. Und währenddem du das machst, darf ich da gerade noch ändern. Jetzt gehen wir nämlich zum Vorbereitungssätze und die tun wir machen, da klopfen wir an der Handkante. Du kannst rechts oder links, kommt nicht so drauf an, kannst mit den ganzen Finger oder mit den Fingerspitzen, wie es für dich stimmt. Oder du kannst den heilenden Punkt nehmen, wenn du schon nie geklopft hast. In der Vorbereitung tun wir einfach so wie das Zeug auf den Tisch, dort stand ich im Moment und schaue, was von dort her weitergeht. Du kannst mir einfach nachreden und es kann stimmen oder es kann nicht stimmen, das kommt eigentlich nicht so drauf an. Du kannst auch nachher noch spezifisch die Sachen machen, die ich jetzt zum Beispiel dann noch nicht gesehen habe. Machst du einfach mal mit. Handkante. Auch wenn ich die Widerstände und Blockade habe, wenn ich an den Neubeginn denke, wertschätze und achte ich mich. Auch wenn ich noch Widerstand habe, ein Teil von mir will schon gerne etwas Neues. Aber es hat auch noch einen anderen Teil, der nichts will. Trotzdem wertschätze und achte mich. Auch wenn ich noch Widerstand und Blockade habe, die zeigen sich in meinem Körper. Trotzdem wertschätze und achte mich. Und dann gehen wir zu den einzelnen Klopfpunkten. Jetzt sagt er dir gerade auch noch. So, dass du die mit dir kannst mitmachen. Gut. Dann gehen wir zu den Augenbrauen. Die Widerstände und die Blockade. Seite vom Auge. Ich habe all die Widerstände und Blockaden etwas Neues anzufangen. Unter dem Auge. All die Widerstände und Blockaden.
unter der Nase. Zum Teil sind mir die Widerstände bewusst. Unter dem Mund. All die unbewussten Widerstände und Blockaden. Schlüsselbohr. Es wird nur ein Teil von mir etwas Neues. Unter dem Arm. Ein anderer Teil steht auf der Bremse. Unter der Brust. Ich habe all die Widerstände und Blockaden, das Neue anzupacken. Auf dem Kopf. All die Widerstände und die Blockaden. Tief durchschnaufen. Wir gehen wieder zu der Handkante. Auch wenn ich den Druck in meinem Bauch habe, wenn ich an den Neubeginn denke und sich all die Widerstände und Blockaden zeigen, wertschätze und achte in mich. Auch wenn ich die Angst in meinem Bauch habe und die zeigt sich als Schwere, liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich die Schwere in meiner Brust habe und die Last auf meinem Nacken, die verhindert, dass ich vorwärts gehe, trotzdem wertschätze und achte mich. Und ich mache auf für die Möglichkeit, einen Schritt in die Richtung zu gehen, wo ich gerne will. Gehen wir wieder zu den Augenbrauen. Der Druck in meinem Bauch. Seite vom Auge. Die Angst in meinem Bauch. Unter den Augen. All die Schwere in meiner Brust. Unter der Nase. Die Widerstände und die Blockaden. Unter dem Mund. Es hat noch Zeug, die mich daran hindern, das anzupacken. Schlüsselwohl. All die Widerstände und Blockaden. All die Schwere in meinem Körper, unter dem Arm. Unter der Brust. All die Widerstände und Blockaden. Auf dem Kopf. Was wäre, wenn ich es trotzdem anpacken könnte? Tief durchschnaufen. Dann gehen wir nochmal zu der Handkante. Auch wenn es mich frustriert, etwas Neues anzufangen. Wertschätze und achte mich. Auch wenn ich all die Widerstände habe. Es hat sich in letzter Zeit so viel in meinem Leben verändert. Ich will nicht noch mehr. Trotzdem wertschätze und achte mich. Und ich mache auf die Möglichkeit, in die Richtung von einem Neuanfang zu gehen. Augenbrauen. Der Frust. Seite vom Auge. Letztes Mal hat es auch nicht geklappt. Unter dem Auge. Die Angst. Unter der Nase. Was ist, wenn es nicht klappt? Unter dem Mund. Die Hilflosigkeit. Schlüsselwohl. Ich fühle mich ein bisschen überfordert. Unter dem Arm. All die Emotionen. Unter der Brust. Die restlichen Widerstände und Blockaden. Auf dem Kopf. Die restlichen Widerstände und Blockaden. Gut, tief durchschnaufen. Schaust jetzt deinen Zettel wieder an und schaust, was sich allgemein getan hat. Ist es angekommen? Schaust nachher, nach Stunden zu, wie es in deinem Körper ist. Hat es mehr Platz, mehr Raum gegeben? Und kannst dann auch noch schauen, wie sind die Emotionen jetzt, wenn du daran denkst. Hat sich etwas verändert? Manchmal tut sich viel, manchmal tut sich wenig. Kommt nicht so drauf an.
Und wir machen nochmal eine Runde und wir gehen nachher direkt ins Positive rein. Es kann sein, dass du bei den positiven Sätzen Widerstände hast. Das heisst, du könntest nochmal zurückgehen am Anfang und nochmal das Negative beklopfen und erst nachher dann zu den positiven Sachen gehen. Gut, dann wieder die Handkante. Auch wenn ich noch restliche Widerstände, Blockaden habe, liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und wenn ich noch restliche Widerstände und Blockaden habe und die Schwere in meiner Brust noch nicht weg ist, wertschätze und achte mich. Auch wenn ich noch restliche Blockaden und Widerstände habe und das Neue nicht will anpacken, liebe und akzeptiere mich. Gut, gehen wir zu den Augenbrauen. Die restlichen Widerstände. Seite vom Auge. Ich habe schon zu viel Veränderung in meinem Leben. Unter dem Auge. Die restlichen Widerstände. Unter der Nase. Ein Teil von mir hat keine Lust auf etwas Neues. Unter dem Mund. Die restlichen Widerstände. Schlüsselwort. Was wäre, wenn ich es trotzdem anpacken könnte? Unter dem Arm. Die restlichen Widerstände. Unter der Brust. Ich habe keine Lust auf einen Neubeginn. Auf dem Kopf. Die restlichen Widerstände. Was wäre, wenn ich das Kind loslasse? Tief durchschnaufen. Augenbrauen. Was wäre, wenn ich einen Schritt könnte in die Richtung machen, wo ich gerne her will? Seite vom Auge. Nein, das bringt nichts. Unter dem Auge. Was wäre, wenn ich einen Schritt machen könnte? Unter der Nase. All die restlichen Widerstände. Unter dem Mund. Vielleicht würde es sogar Spass machen. Schlüsselbohr. Nein, ein Teil von mir weigert sich noch. Unter dem Arm. Was wäre, wenn die Blockade sich könnte lösen? Unter der Brust. Die restlichen Blockaden. Auf dem Kopf. Was wäre, wenn ich das jetzt könnte loslassen? Tief durchschnaufen. Gehst du nochmal schauen, wie ist generell jetzt mit der Blockade und Widerstand? Schaust du auch, wie ist sie in deinem Körper? Hat es mir Platz gegeben? Und schaust du auch noch die Emotionen an. Einfach aufschreiben, wie es jetzt ist. Augenbrauen. Ich mache auf für etwas Neues. Seite vom Auge. Ich will die Kraft vom Frühling zu nutzen. Unter dem Mund. Ich bin offen für einen Neubeginn. Unter der Nase. Ich wähle, etwas Neues anzufangen. Unter dem Mund. Ich bin dankbar, dass ich die Kraft vom Frühling jetzt nutzen kann. Schlüsselbohr. Ich bin dankbar, dass ich die Energie der Gruppe nutzen kann, um etwas Neues anzufangen. Unter dem Arm. Ich wähle, etwas Neues zu wagen. Unter der Brust. Ich wähle, etwas Neues anzupacken. Auf dem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich jetzt den ersten kleinen Schritt in die Richtung gehen kann, wo ich gerne her will. Tief durchschnaufen. Und schaust jetzt wieder deinen Zettel an. Schaust, wie hoch du bist. Und wenn du schon ganz unten bist, ist super. Wenn du noch nicht ganz unten bist, auf null bei den einzelnen Sachen, dann fang das Video nochmal vorne an und klopfst einfach nochmal durch. Oder du kannst auch deine spezifischen Themen, wo du jetzt zum Beispiel die Emotionen, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben, kannst machen und nochmal beklopfen. Viel Spass!